Ciao, 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 meine YouTube-Freunde, Schalker-Freunde und Sportskameraden. Ah, mich regt das auf! Mich regt das auf, das waren drei verschenkte Punkte. Ich bin ehrlich, drei verschenkte Punkte. In meinem Vorbericht habe ich gesagt, ich wäre mit einem Punkt glücklich. Aber nach diesem Spielverlauf, was ich da gesehen habe, hey, du hättest die Stuttgarter heute knacken können. Du hättest sie heute knacken können mit mehr Aggressivität, mit mehr Power nach vorne. Oh, wenn ich an Salazars Chance denke, in der letzten Minute, wo er den Spieler auf, kurz vor der Linie angeschossen, nimm doch mit rechts, leg ihn dir auf links vor, dann schiebst ihn links, Freiecke, Tor, 2-1. Ah, das waren verschenkte Punkte. Ja, nach dem Spielverlauf, erste Halbzeit war C, 1-0. Ja, Van der Berg, kein gutes Debüt gemacht, bin ich ehrlich. Van der Berg hat kein gutes Debüt gemacht. Der hat nicht nur das 1-0 verschuldet, der hat auch im Spiel auch mehrere Fehler gemacht. Ich weiß nicht, ob das die Nervosität war. Ich gehe mal davon aus, das war die Nervosität. War wirklich kein gutes Debüt für ihn. Fehler, bumm, kassieren wir das 1-0. Zum Glück haben wir ein paar Minuten später sofort den Ausgleich gemacht. Endlich mal eine vernünftige Kombination. Mit Kraus zu Drexler schön, zu Terode und unser Terode hat endlich getroffen. Endlich hat der Junge getroffen. Habe ich den so gegönnt. So, dann gehen wir 1-1 in der Halbzeit. Dann zweite Halbzeit, boah, bis zur roten Karte war nichts von uns. Da muss ich sagen, da kam nichts von uns, auch von Stuttgart. Ich kann mich nicht erinnern, dass jetzt Schworloff irgendwie eine Parade machen musste. Da kannst du sehen, zwei Mannschaften, die um den Abstieg spielen, haben jetzt gegeneinander gespielt. Das war wirklich ein zähes Spiel, viel Kampf, viel Krampf auch im Spiel, wirklich sehr viel Krampf im Spiel. Dann kam die gelb-rote Karte, dann auf einmal wurden wir wacher. Oh, dann haben wir über außen mehr Druck gemacht, haben unsere zwei, drei gute Möglichkeiten gehabt. Und wenn ich dann an Salazars Möglichkeit denke, ich pack mich noch am Kopf. Hätte ich Haare am Kopf gehabt, hätte ich die mir so gezogen. Das war eine tausendprozentige, den muss er nur mit rechts auf links vorlegen und dann schiebst du ihn im leeren Tor rein. So schießt du den Spieler an. Habe ich mich so geärgert. Ey, oh. Ich bin ehrlich, für mich, das waren drei verschenkte Punkte. Das waren verschenkte Punkte. Heute hättest du einen Sieg wirklich holen können. Heute hättest du einen Sieg holen können. Aber hast du nicht gemacht. Okay, wir müssen jetzt mit diesem Punkt leben. So. Den Punkt nehmen wir jetzt mit und jetzt müssen wir gestärkt gegen Bochum ins Derby Samstag 18:30 in der ausverkauften Arena. Da peitschen wir unsere Spieler wieder nach vorne. Ich freue mich, dass unser Simon getroffen hat. Vielleicht ist der Knoten geplatzt, weil viele schon gesagt haben, der trifft nicht. Und der hat sofort alle Kritiker gezeigt, so macht man das in der Spitze. Larsen für mich ein gutes Debüt gemacht. Gutes Debüt. Der Junge muss jetzt öfter spielen. Der kriegt mehr Selbstvertrauen. Dann haben wir vorne mit Terode und Larsen vorne deine Spitze. Freut mich schon. Aber ich ärgere mich um diese verschenkten drei Punkte. Ich bin ehrlich, ich ärgere mich. Gut, dass wir nicht verloren haben. Aber ich ärgere mich. Unglaublich. Aber was willst du machen? Schreibt in die Kommentare, wie ihr das Spiel habt. Sagt ihr auch verschenkte Punkte? Ich sag ja. Alles klar. Schönes Wochenende euch. Glück auf, euer Schalker. Ciao, ciao.